So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir haben das letzte Mal eine riesige Höhle unterhalb von. Nee, nicht unterhalb, aber so einen königlichen Geheimgang heißt das Ding. Was ist jetzt los? Kriegen wir Blutmond? Nein, dann kommen die alle wieder, die ich jetzt erledigt habe, ne? Wieso denn jetzt schon wieder Blutmond? Ja, ich warte zu lange. Hilft ja nichts. Ja, aber wir haben einen riesigen Geheimgang entdeckt. Unter unserem Spähposten. Und da ist ordentlich Party. Ja, jetzt geht's gleich los. Ach komm. Ja, aber da kommt jetzt doch kein Blutmond. Ich bin verwirrt. Kommt dieser Miasma-Kram woanders her? Doch kein Blutmond? Okay. Nein. Noch ein Maxi. Alter, hier sind so viele Maxi-Trüffel. Was ist das? Hier sind richtig viele Maxi-Trüffel. Das ist richtig sick. Ja, aber hier kommt jetzt kein Blut. Hä? Hat sie jetzt ausgelöst und ich weiß es einfach nicht so? Wird der Unterhöhlen nicht angezeigt oder was ist jetzt passiert? Hier komme ich her, ne? Das ist der. Ja, da bin ich rein, okay. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt doch mal um diesen Haufen da. Auch wenn der Haufen mir überhaupt nicht geheuer ist. Also so gar nicht. Ich habe ein bisschen Bammel, dass ich da jetzt irgendwas freisetze, was ich nicht freisetzen will. Also irgendwie weiß ich nicht. Naja, wir werfen mal eine Bombe rein, wa? Da kommt ein Stahlbockblin gleich raus. Oder was? Ritter Zweihänder. Ah, meine ich doch. Stahlhinox meine ich doch. Aber eigentlich wollte ich den Ritter Zweihänder fotografieren. Okay, kann ich nicht. Ja gut. Den sollten wir aber hinkriegen. Also der dürfte doch nicht das größte Problem sein. Der dürfte eigentlich wirklich nicht das größte Problem sein. So, komm, wir machen jetzt erstmal hier aus dem Kollegen noch eine Dings. Nein. So, zack. Und dann räumen wir hier erstmal auf. Ritter Hellebarde. Ja, aber steht jetzt nicht gleich auf, also.
Also befreie ich den jetzt wirklich, damit er mich jetzt gleich verprügeln kann. Sehe ich das richtig? Oder ist er schon tot? Jong. Okay, wir warten kurz, bis die Ausdauer wieder da ist. Ja, wann kommt jetzt sein Gesicht? Da ist sein Auge. Kann ich das schon mal abschießen, so? Oder ist der echt schon tot? Dang it. Dang it. Nein, daneben. Mann, ich treffe nicht. Ah, ich treffe nicht. Nice. So, jetzt aber. Ordentliche Waffe erstmal wählen. Ich meine, jetzt könnte ich natürlich hier, ne? Ich meine, damit würde ich wahrscheinlich jetzt richtig krass Damage. Ich meine, ne, mit dem würde ich jetzt halt wahrscheinlich richtig krass Damage machen. Aber will ich jetzt das jetzt verbrauchen an dem Kollegen? Wir gucken mal, wie viel Schaden das macht, verglichen mit der Box da oben. Yo. Aber ich meine, wie gesagt, ich mach's halt damit kaputt. Ja, komm, ist jetzt auch egal. So. Das war's dann auch. Hä? Das war's dann auch. Mit ihm hier. Na, aber das ist das, was ich meinte. Dafür habe ich jetzt halt so gefühlt alle mein komplettes Gamma-Ding verbraucht. 29 Synthese-Angriffsstärke. Ja, okay. Dafür kriegen wir halt anderen krassen Kram zurück. Mein Gott, mach doch nicht schon wieder den hier. Hier liegen so viele Waffen rum und ich kann halt nicht alles tragen. Es ist so dumm. Okay, jetzt haben wir ja noch einen Stahlhinox gefunden. Ich bin böse überfragt. So, was ist jetzt hier drüben? Da ist auch ein zerstörbarer Gang. Oder ist das... Ja doch, das kann ich auch zerstören, ne? Nein, kann ich nicht. Geht es wirklich nicht kaputt? Aber da ist was auf der anderen Seite. Hä? Doch, hä? Wieso geht es mit den Bomben nicht? What the heck? Okay, was kommt jetzt? Also, was kann denn jetzt noch schlimmer als ein Stahlhinox sein? Ein super ekelhafter Schleim. Was bist du denn?
Eisschleim. Oi, 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 oi. Und der macht einfach so richtig Eisplatten, okay. Interesting. Ja, Bruder, ist okay. Oh, okay, ist nicht okay. Treffer. Nein, das ist jetzt nicht so gut. Oh Mann, ich komm... Ah, ich hab's nicht geschafft, rechtzeitig hinzukommen. Ah, ist doch scheiße. Jetzt aber. Jetzt aber hin. Ah Mann, der zieht so schnell wieder rein. Nein, Mann! Oh, ist mein Bogen kaputt? Oh. Schlecht. Konstruktbogen halt. Ja, okay, komm, dann nehmen wir dem eine Weile. Mann, ich gefriere mir sofort. Ist doch scheiße. So, jetzt eine Waffe. Eine Waffe. Einfach drauf, einfach drauf. Mann! Drecksvieh. Nein! Alter, ich treffe ihn nicht. Okay, ich heile mich mal kurz hoch. Wir haben ja Essen gemacht, theoretisch. Jo. Ach, Feuerpfeile wären wahrscheinlich sinnvoll, ne? Ich bin dumm. So, tschüss. Mein Gott, es ist besser eine gute Truhe jetzt hier. Aber ich glaub's fast nicht. Jupp. Ja, wow. Großartig. Kannst du behalten. Aber hier ist noch eine richtige Truhe. Oh, das könnte jetzt aber wie so eine Kleidungstruhe sein. Yes. 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 Okay, dann gibt's hier Heilia, dann gibt's hier die komplette Heilia-Rüstung. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Dann gibt's in diesen Gängen hier die komplette Heilia-Rüstung. Weil wir haben die Heilia-Beinrüstung, wir haben jetzt den Heilia-Helm. Da müssen wir jetzt noch weiter. Da müssen wir jetzt noch weiter. Aber ist das eigentlich aktuell, wenn ich es jetzt anziehe, schon besser? Ja, auf jeden Fall. Weil hier ist kein spannender Effekt drauf. Zack. Und auch der Beinschutz ist jetzt besser. Zack. Und aktuell habe ich aber das Stärkste von den Sachen an, was ich anhaben kann. Okay. Boah, ey, es ist schon krass, ne? Okay, dann habe ich aber diese große Höhle jetzt auch theoretisch gesehen. Ja, okay. Puh, sheesh. Jetzt muss ich die blauen Steine wegmachen.
Großartig. Na, dann hauen wir die nächste Waffe kaputt. Ah, ich komme aber durch. Oh. Cool. Cool, cool, cool. Cool. Ah, das war's jetzt hier aber auch, oder wie? Okay. Geht's hier dann doch weiter oder bin ich doof? Oh je. Da geht's nicht weiter. Ah, dann ist es gar nicht Blutmond, dann ist es einfach hier ist irgendwas krasses oder was? Ich check's nicht. Oh, hier geht's weit. Oh, och. Ach, komm schon, ey. Okay. Mein Gott, ist das ein Hin und Her hier. Aber ja, dann ist das Miasma hier gar nicht Blutmond, was ich erst dachte. Sondern das ist einfach die ganze Atmosphäre. Ist einfach komplett vergiftet. So, weiter im Programm. Mann! Okay, das sieht gut aus. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Ja. Okay, jetzt mehr von der Miasma-Scheiße. Komme ich da durch schon? Nein. Jetzt ja. Oh Junge. Hier ist... Alter, wie viel... Oh mein Gott, ich... Was ist... Alter, was ist denn das jetzt hier alles? Ist da ein Gang dahinter oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ist da ein Gang dahinter oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Okay, komm, ich werf wieder Bomben. Da ist kein Gang dahinter. Na, dann lohnt es ja gar nicht, die jetzt kaputt zu machen. Aber hier muss doch ein Gang dahinter sein. Yo. Ah, mit den Horrorblindvieh. Och, gelben auch noch.
Nee, warte mal, wir gehen erstmal wieder hier hoch. Wir gehen erstmal wieder hier hoch. Weil hier geht's ja auch. Oh mein Gott, wo soll ich denn. Alter. Aber ich könnte mir halt vorstellen, Tatsache, tatsächlich, dass da unten dann der nächste Teil der Heilerrüstung ist, weil das der Secret-Weg ist. Na? Also komm, Augen zu und durch. Das wollte ich nicht. Alter, wie viele sind hier? Scheiße. Scheiße. Oh nee. Mann, ich treff nicht. Jetzt. Oh mein Gott, der hält viel zu viel aus. Oh mein Gott, der hält viel zu viel aus. Ja. We have a problem here. Meine Feen machen gleich einen Abflug. Oh nee. Geht's hier überhaupt irgendwie weiter? Ist hier überhaupt ein Weg, der mich weiterführt? Das wirkt jetzt gerade nicht so, ne? Manche sind so Dinger nach oben, aber... Geh halt hoch! Mein Gott. Sehr gut. Man, hier gibt es ordentlich so Essen und Fleisch und so Kram. Das ist auch alles ganz cool. Schwarze Horrorblindhorn, Alter. Warte, habe ich gerade ihm seine Waffe eigentlich aufgehoben? Tatsache. Das ist noch einer. Alter, das legt mich doch am Arsch. Aber meine Frage bleibt, geht's hier überhaupt weiter? Also will ich hier überhaupt... Oh, hier ist eine Truhe. Hier darf gerne das andere Heiler-Ding drin sein. Schade. Oh oh. Oh, ich hatte schon Bedenken, dass ich jetzt irgendwie zu hoch komme und die ganze Höhle verlasse. Das hätte ich jetzt ja auch nicht gewollt. Aber gibt es hier jetzt einen Weg, der weiterführt? Das ist die Frage. Oder ist die Höhle einfach nur diese Horrorblin-Höhle? Ich glaube, hier geht's nicht weiter, ne? Ich glaube, wir gehen einfach wieder ganz schnell zurück. Und lassen die hier einfach sich... Überlassen die einfach sich selbst. Maxi-Trüffel. Let's go. Ja, aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts weiter Spannendes. Also ich hau ab. Ciao. So. Taktischer Rückzug nenne ich das jetzt mal. Und wir wollen ja eh hier weiter. Ach so. Ach so.
Schlag halt. Ja. Ja. Ich glaube, wir sind durch. Yes. Oh, hier gibt es 3 Millionen Donnerblumen. Geil. Okay, hier könnte jetzt wieder so ein Gang sein, ne? Ja, hier ist wieder so ein Gang. Wenn hier jetzt ein Schleim kommt, der dritte Schleim, dann haben wir hier die letzte Truhe. Ja. Du machst erstmal gleich einen Abflug. Du auch. Alter, ich wollte. Du Drecksding. Mann, schlag halt in die. Ey, Link. Ich hab doch jetzt wirklich in die richtige Richtung geschlagen. Wo schlägt er denn hin? What the fuck war das denn jetzt für eine Aktion? Hallo? Ist es gerade sein Ernst? Hey, wo sind denn denen ihre Köpfe, dass ich die nicht kaputt kriege? Bin ich dumm? Moment. Rein. Es wird immer wilder. Ach so, jetzt komme ich so auf die andere Seite. Doch, ich check's. Ja. Nein. Nein. Abflug. Genau, jetzt komme ich bei dem nämlich raus. Und hier kriege ich meine letzte Hyrule-Rüstung. Let's go. Let's flipping go. Nice. Und damit ist die Hyrule-Rüstung vollständig. Geil. Sehr cool. Okay. Okay. Aber das Komische ist, damit ist der Weg... Oh nein, nicht runterfallen. Damit ist der Weg ja scheinbar immer noch nicht beendet. So. Da ist ja immer noch Stuff. Da ist ja immer noch Stuff. Also es hört ja nicht auf. Aber jetzt... Jetzt können wir ja sogar eine Waffe mit dem großen Felsbrocken verbinden und dann haben wir noch besser... noch bessere Synthesenkram. So, zack. Das dürfte jetzt ordentlich Felsen kaputt machen können, das Ding. So, ich kann mein Bogen noch kurz austauschen. Und dann geht's weiter. Junge. Noch ein Maxi-Trüffel. Alter.
Es ist insane. Warte, komme ich hierher? Nee, ne? Komm hier nicht her. Ja, da ist nämlich der nächste Kram. Es war zu erwarten. Puh. In welche Richtung muss ich denn jetzt hier drücken? Das ist ja einer der längsten Gänge mit diesem Steinzeug. Oh, sind wir durch? Ja. Aber war es jetzt richtig? Also, gibt es da noch mehr Wege? Oder ist das jetzt der einzige gewesen? Das fühlt sich halt schon wieder so an, als ob da noch ganz viele andere Wege wären. Oh, ist das problematisch. Einfach nur Hyrule-Pilze, weil die da so besonders rumfliegen. Ja, okay, nee. Dann kletter ich da jetzt nicht nur wegen Hyrule-Pilzen rum. Die Donnerblumen schmecken schon besser. Aber hier geht's jetzt hier weiter in dem Gang? Ich sehe jetzt irgendwie auch nicht, wie es hier weitergeht. Nee. Oh. Nee. Hier kann man zwar hoch. Nee, fühlt sich jetzt nicht an, als ob es hier weitergeht. Zumindest nichts gesehen. Hm. Dann gibt es hier bestimmt doch noch irgendeinen Alternativweg. Ja. Ein Elekt. Och. Bruder. Die sind voll ziel... Oh mein Gott, die sind zielsuchend. Willst du mich verarschen? Hallo? Alter, okay, der Typ ist mir... Der Typ ist ja übel drauf. Junge. Okay, let's go. Ganz schnell. Stärkste Waffe raus und auf, ab mit dem Ding. Einfach weg mit dem Scheißvieh. So. Oh mein Gott. Was für ekelhafte Dinger, ey. Heieiei. Königsbogen. Junge. Ja, komm weg mit dem Ding hier. Immerhin war es eine geile Waffe. Holy moly. Jetzt ist der Felsbohrer auch schon gleich wieder kaputt. Alter, dass diese Waffe immer so schnell kaputt geht. Das ist echt stressig.
Oh mein Gott, den gibt's ja auch noch. Den gibt's ja auch noch, aber heißt das jetzt, dass wir jetzt... Oh mein Gott, Maeve rutscht hier gerade das ganze Headset ab. Moment. Einen Moment. So, sollte wieder halten. Ey, den gibt's ja auch noch. Holy moly. Boah, ey, es ist. So, und wo gehe ich jetzt hin? Oh Gott, wo komme ich denn her? Hilfe. Hier. Hier erstmal hoch. Komme ich von da? Ja, da war der Elektrostein gerade, ne? Ja, da war gerade der Elektroschleim. Also muss ich da rüber. Also muss ich die Dornen kaputt machen. Gut. Sehr schön. So. Ja, das ist halt so ein Special-Stein. Aber die anderen hier sind jetzt... Ja, das war jetzt doch nicht der richtige. Hä, wo geht's weiter? Oder war das jetzt die Mayoi-Höhle und hier geht's auch nicht weiter? Warte mal. Von hier bin ich gekommen. So. Ist hier noch irgendwo ein anderer Weg außer dem da oben? Ich bin da runtergesegelt. Aber da ist ja auch kein... Nee, da ist kein anderer Weg. Ach, scheiße. Nee, dann war das jetzt nur die Mayoi-Höhle. Dann geht's hier nicht weiter. Aber habe ich jetzt noch irgendeinen Alternativweg? Hier war der Elektroschleim. Geht's hier höher vielleicht? Oh mein Gott, hier geht's... Was? Ich hoffe, das erledigt mich jetzt selber nicht. Alter. Wie soll man das alles finden? Holy moly. Ich meine, ja, ich finde es, aber... Ey. Geht mir nicht auf die Nerven. Geht mir nicht auf die Nerven. Weg mit euch. Oh nein. Oh, sind da Treppenstufen? Sind da Treppenstufen? Haben wir es geschafft? Haben wir... Oh mein Gott. Wir sind im Schloss. Okay, was steht hier? In den Tiefen dieses Landes vermochte der erste der Könige edel und mächtig den Dämonenkönig zu bannen. Um seinen Bann zu stärken, wurde hier das Schloss erbaut, als Siegel und Pfeiler der Heiligkeit dieser Stätte.
Sollte das Schloss nicht mehr sein, so ist auch die heilige Stätte verloren und es ersteht der Dämonenkönig. Seine Wiederkehr wird das ganze Reich mit Zwietracht, Zorn und Grausamkeiten überziehen. So verstehe denn, nur des Schlosses Fortbestehen kann des Landes Wohl gewähren. Auf dass seine Mauern in alle Ewigkeit trutzig und ungerührt an diesem Orte heilen werden. Ja, das hat gut funktioniert. Also die Mauern sind gewissermaßen noch da. Boah, aber Alter, ist das ein krasser Gang gewesen jetzt, ne? Ich habe keine Waffe. Und nur, ich habe nur so krasse, ich will nicht die Mann. Ich brauche wieder eine normale Waffe. Oh nee. Sehr gut. Sehr gut, Tulin. Gib ihm. Scheiße. Ich hab seine Waffe. Ich hab seine Waffe. Oh, wir haben ihn erledigt. Wir haben ihn gemeinsam erledigt, Tulin. Das haben wir richtig gut gemacht, Tulin. Oha. Oha, hier ist einfach... Alter, ist das hier eine Waffenkammer oder was? Habe ich die alle schon fotografiert eigentlich? Nein, Soldatenlanze natürlich noch nicht. Oh, Reiseschild auch noch nicht. Okay, let's go. Das war nix. Alter, diese Erkennung ist so ein Müll. Mann, Alter. Jetzt habe ich dich. Mein Gott. Das haben wir schon, okay. Sheesh. Oh, eine Truhe auch noch. Ach, ja, komm. Ja, komm, dass wir die Truhe einfach nutzen. So. Eieiei. Okay. Oh. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Und dann noch einer. Ah, scheiß Fledermäuse. Aber die zwei können einfach weg. Och nee. Wie hoch geht das? Was kommt jetzt hier am Ende dieses Ganges? Oh nee. Das ist doch schon wieder so einer. Musst aber durch. Okay, hat mich gecheckt. Ach, komm schon. Aber zum Glück haben wir ihm ganz gut... Jix! Geben mit dem Bogen. Mann! Mann! Nice. Und tschüss. Okay, mit dem Königsbogen gehen die halt echt ganz gut. Gut, dass wir den haben. Soldatenlanze. Ja. Nee, es bringt nichts.
Okay, das ist schlecht. Speichervorgang. Wo komme ich jetzt raus? Oh, kann ich das aufmachen? Nein, aber ich kann raus. Kann ich das von hier aufmachen? Ah, okay, I see. Und damit bin ich jetzt im Schloss, oder was? Also jetzt richtig, richtig im Schloss. Oh, ist hier die Waffenkammer? Die, also schon von Breath of the Wild die Waffenkammer? Ja. Da waren richtig krasse Waffen. Übungsplatz, genau. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier... Ist hier... Nicht, dass hier jetzt irgendwas Böses auf mich wartet. Ich höre es doch schon wieder. Wo ist der, den man hört? Ja, aber die Waffen hier sind ja eh alle kaputt, also die bringen mir gar nichts. Hier ist so ein Polstring, was ich nutzen kann, theoretisch für irgendwas. Ja, die Waffen sind ja eh kaputt, also was... Ah, ich könnte mit dem Holz, könnte ich dir wahrscheinlich zu der Waffe gehen, ne? Haben wir die schon? Ist es was oder ist es was ich fotografiere? Nee, ist einfach Soldatenzweihänder. What? Was fotografiert ihr denn da? Hä? Den Adlerbogen von Tulin, ja, lol. Ja, let's go. Was? Okay, da unten muss ich rein. Alter, Tulin ist einfach zu krass. Okay, aber da unten muss ich rein. What the fuck? Wo kam der denn jetzt? Okay, da müssen wir rein. Wo ist das Brett? Da. Komm her, Brett. Ebne mir den Weg über das Miasma. Das hat nicht funktioniert. Oh mein Gott, Kisten, weg mit euch. So. Soldatenbogen. Hier ist nix. Nur der Soldat. Och, das hat so voll Secret Vibes gehabt. Schlecht. Dann halt nicht. Das hattest du voll die Secret Vibes. Ach man, ärgerlich. Boah, aber ich will doch jetzt gar nicht im Schloss rumlaufen. Mann. Was will ich jetzt im Schloss? Ich wollte zum Plateau. Oh, Leute.
mal, jetzt ernsthaft. Oh nee, hier brauche ich das Brett von unten. Ich hasse alles. Nee, warte, brauche ich nicht. Nice. Yo! Okay, ich habe nichts gesagt. Wir sind hier komplett richtig. Ich freue mich, wenn ich Kleidung finde, weil das ist halt was, was hält. Und das hast du halt immer. Auch wenn die jetzt nicht stärker ist, als was ich bisher hatte. So, hier ist es. Hier ist ein anderes Gitter, was? Ach du Scheiße. Hä? Nee, das ist doch, woher ich gekommen bin. Wieso war das Gitter wieder zu? Geht es wieder zu oder was? Hä? Okay, aber das erinnert mich natürlich daran, dass wir noch hier die restliche Wendeltreppe hoch müssen. Scheiße. Hätte ich wieder fast vergessen. Junge, 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 Junge. Alter, es nimmt kein Ende. Es ist ja hier der nächste Gang. Okay, aber zum Glück nur Moblins. Nur so ein Vieh. Scheiße. Komm, mach einen Abflug. Oh Mann. Wo? Hä? Wo? Ich hab ein Problem. Ich hab ein fettes Problem. Ich hab ein ganz fettes Problem. Wo kommt der denn jetzt her? Alter. Jetzt immer ernsthaft, wo kam der her? Hä? Hat er da hinter der Wand gewartet oder was? Was denn für einer? Ach, die sind... Ja, das nützt mir alles nichts. Maxi-Edeltrüffel, AS. Yo, was ist denn hier los? Haben wir irgendwas davon noch nicht fotografiert? Ja. Die Palmfrucht. Hä? Haben wir doch? Palmfrucht. Ah, jetzt. Alles andere haben wir. Alter. Was für eine krasse Kiste, Mann. Was für eine krasse Kiste war das denn bitte? Das lohnt sich hier ja richtig. Das lohnt sich hier ja richtig. So, aber jetzt habe ich alle meine Feen wieder verbraten, die ich gefunden habe, ne? Ja, so schnell kann es halt gehen. Sind wir bald da? Oh. Oh, sind wir oben? Diamant! Let's go! Einfach ein Diamant ge... Oh. Okay. Ja, Moment, aber da komme ich ja wieder so hoch. Oh. Aber wieso ist es vorne wieder zugegangen? Das habe ich nicht verstanden. Hallo?
So sieht's in Schloss Hyrule also aus. Das ist ein richtiges Labyrinth, hä? Huh? Ja. Oh. Ah, der Ritter Link, wenn ich mich nicht irre. Entschuldigt, ich hatte euch gar nicht bemerkt. Ich heiße Nobiro. Hier im Schloss gibt es noch haufenweise Schätze und wertvolle Waffen. Ja, das habe ich gemerkt. Deshalb soll ich aufpassen, dass keine Plünderer reinkommen, aber naja. Ich habe mich ein bisschen verirrt. Ah, ich wollte euch nicht aufhalten. Als Vertrauter des Königshauses dürft ihr natürlich frei ein- und ausgehen. Das klingt ja schon mal anders, als was der andere Typ mal gesagt hat. Alter, aber wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ich krieg hier die Krise. Wir sind halt echt einfach im Schloss gelandet. Von da. Junge, dieses Spiel. Junge, dieses Spiel. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Also ich hoffe, ich habe jetzt das Wichtigste mitgenommen, was man da finden konnte. Ich meine, die Kleidung war mit Sicherheit sehr gut und jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr, ich hau ab. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut, wir haben genug gesehen. Lass mich in Ruhe. Ich wollte hier überhaupt nicht hin. Ich wollte hier überhaupt nicht hin. Ich wollte nur kurz... Ey, das ist wieder. Geht es nochmal... Also lasst es mal Revue passieren, wie wir hier gelandet sind. Wie viele 3 Millionen Zufälle das schon wieder waren. Ich wollte ursprünglich zum Plateau. Dann habe ich gesagt, okay, ich lege mich hier kurz ins Bett. Ja, so, ich lege mich hier kurz beim Spähposten einmal ins Bett, dass ich wieder Energie habe. So. Dann. Ach, hier ist der Typ auch. Dann habe ich gesagt, dann habe ich unterm Schloss diese... Jetzt kommt aber der Blutmond. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt... Ich weiß es, lass mich in Ruhe. Fake Zelda, lass mich in Ruhe. So, was wollte ich sagen? Genau, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ach komm, mach nicht diesen. Ach so. Ja, und dann haben wir diesen Geheimgang gefunden da unten. Und das war ja alles kompletter Zufall, ne? So, das wäre ja eigentlich nie passiert. So, lass los. Hallo? Ja, komm, lass los. Geh mir nicht auf den Nerv. Ups. Okay, es hat nicht funktioniert. Was habe ich falsch gemacht? Ach, der ist nach vorne gekippt. Ich bin dumm. Ah, ja, ja. Okay, I see. Komm. Lass los. Wunderbar. Die Toleranz von dem Ding ist wirklich faszinierend. Kerzengerade, absolut. Sehe ich auch so. So. Ja, danke.
Kräuterreisbällchen. Was? Gutschein, den man an Stellen für einiges eifriges Punktesammeln erhalten und daraufhin für eine Übernachtung in einem weichen Bettchen eintauschen kann. Aha, okay. Einmal sozusagen umsonst übernachten oder was? Interesting. Kannte ich jetzt auch noch nicht. Ein Denkmal jenes Seelen, die die Verheerung von uns riss. Zelda. What? Okay. Okay. So. Dann haben wir es gleich wieder zum Spähposten geschafft. Ey, vor 2 Stunden wollte ich zum Platt... Diese Aufnahme, ne? Diese Aufnahme ist schon wieder so komplett wild. Storytechnisch überhaupt nicht vorangeschritten, aber trotzdem einiges mit... Oh, was ist jetzt hier los? Geht's hier weiter? Erinnerst du dich noch an das Fragment, aus dem diese rätselhafte Statue abgebildet war? Unter den Fundstücken aus der Erforschung des Untergrunds habe ich einige weitere Fragmente entdeckt. Und als ich die alle zusammengesetzt habe... Hier, schau mal! Das ergibt ein prächtiges Wandbild, nicht wahr? Diesem Wandbild nach zu urteilen scheint die rätselhafte Statue, die du entdeckt hast, nicht die einzige zu sein. Was mich aber wirklich fasziniert, ist das Ziel ihrer Blicke. Das sieht doch wie ein Tempel aus. Die Person ganz oben muss ein Sonos sein, die riesigen Ohren sind ein untrügliches Zeichen. Und dieses geheimnisvolle Gebilde in Form einer Hand scheint irgendwie auf die Sonau zu reagieren. Das muss bedeuten, wenn man an das Ziel der Blicke der rätselhaften Statuen gelangt, müsste dort etwas Tempelartiges sein. In diesem tempelartigen Gebäude scheint sich etwas mit Bezug zu den Sonau zu befinden. Ich habe gehört, dass die Sonau über geheimnisvolle Kräfte verfügten. Könnte es etwas damit zu tun haben? Aber das ist alles nur eine Spekulation. Und da kommst du ins Spiel. Sei doch so lieb und finde dieses tempelartige Objekt für mich. Oh je. Alles klar. Alles klar. Ja. Leuchtsamen. Hi je. Okay. Ja. Das ist definitiv ein Hauptziel, der Tempel im Untergrund. Ach du Schande. So, ich wollte ursprünglich hier gucken, ob ich mir jetzt die Kleidung kaufen kann. Yes, ich kann. Let's go. Gib mir Dunkelgewand. So, und alles andere hier ist nicht so wichtig. Wir müssen die Dinger finden und dann die Kleidung kaufen. Das ist das Ding. Du hast nichts zu erzählen Neues, ne? Okay. Junge, 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 Junge. Wir sind wieder hier. Ich wollte doch gar nicht hier so lange sein. Mein Gott. Ich wollte doch nur zum Plateau. Hast du was Neues zu erzählen? Okay, sie erzählt auch, was wir gemacht haben. Aber es ist einfach nur, ja. Es ist einfach nichts Neues, ist okay. So, und hier ist jetzt Hertes. Oh. Okay, aber auch nichts Spannendes von Hertes Seite aus. Ja gut. Was ist er denn jetzt hier? Meine Güte, du bist Corona, aber kannst nicht mal den Weg nach Coronia weisen? Wie ist das bitte möglich? Ist mir ja selbst peinlich. Als ich meine Reise begonnen habe, war noch über Lava. Ich wusste nicht, dass sich nach dem Erlöschen des Todesbergs ganz neue Pfade auftun würden. Ah, der Todesberg ist erloschen. Okay. Ah, okay. Das ist ja ganz gut, dass da jetzt keine Lava ist. Habe ich nichts dagegen.
Dann erreichen wir den Stall. Ja, Stall des Waldes ist Richtung Todesberg. Genau, da waren ja auch einige Sachen, die ich machen muss. Oh. Unter anderem das Ensemble zum Beispiel. Roter Nebel, okay. Oh. Steak-Restaurant. Felsenfilet. Okay. Tschüssi. Das waren jetzt so ein paar Hinweise, wohin man gehen könnte. Alles klar. Hey, seit wann ist denn das Ding da? What the heck? Ja, das ist tatsächlich interessant. Was ist hier los? Ja. Das ist auch wieder so eine Staffel, die ich nicht lesen kann. Wenn es mir gelingt, diesen Text zu entschlüsseln, erfahren wir vielleicht mehr über die jene vergangene Zeit. Oh. Ich habe die Dokumente, die ich brauche, um diesen Text in Kakariko gelassen. Hm? Komm doch nach Kakariko. Ah. Lerne ich dann jetzt endlich, wie diese Schrift geht? Weil ich weiß doch, da gibt es doch diese Sterntafel auf dieser Sternplattform. Und die konnte ich ja auch noch nicht lesen. Nachricht aus uralter Zeit, Episoden. Ja. Oh mein Gott, Alter, es ist überall ist Stuff. Ich komme nicht klar. Hier ist auch Stuff. Dann bist du mit dem Unterstand fertig. Ich brauche noch ein Weilchen. Dachplanke. Nur noch diese Stelle hier. Unfertiger Unterstand. Dachplanke. Seid ihr eigentlich komplett unfähig? Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz... Repariert die Ohren die Brücke. Was? Ach so, das ist der Typ, der die Ohren die Brücke reparieren soll. Okay. Ja, wenn der Unterstand fertig ist, repariert er die Ohren die Brücke. Okay, wo ist denn jetzt eine Planke? Das ist ja so richtig fettes Holz. Aber ich meine, kann ich das nicht auch einfach darauf legen? Ich habe halt hier keine Planke. Ja, das ist mir schon klar, dass ihm das nicht gefällt. Aber ich habe halt hier nichts an. Wenn ich so ein Holzding hier hätte, würde ich es ja machen. Aber ich habe hier kein Holzding. Wo ist die Dachplanke? Oh, vor ihm. Wo ist die Dachplanke? Ja, ich bin dumm. Never mind. Und warum genau konnte er die jetzt da nicht einsetzen? Den Rest hat er gebaut. Und die Dachplanke konnte er nicht einsetzen. So, wie? Warum? Wie kann er denn den Rest bauen und das nicht? Logik. Ja, let's go. Jo, alles klar. Das nenne ich mal einen schicken Unterstand. Okay. Okay. Jetzt habe ich hier auch so ein Pferdeding. Ja, kannst du jetzt zur Brücke gehen? Oh, an die Brücke. Ja, let's go. Let's go. Oh, an die Brücke wird repariert.
Oh mein. Ich wollte eigentlich jetzt wirklich mit der Aufnahme beenden, aber ich muss noch ein paar mehr. Jetzt ist er einfach hier. Wieso ist er jetzt einfach? Ich raste aus. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.